Das ist die erste Partei in einem östlichen Land, die unserem Aufruf, unserer Idee gefolgt ist. Und niemand kann uns mehr aufhalten. Wir werden die Grenzen Europas überschreiten. Ganz, ganz sicher. Und eines Tages bin ich froh, wenn ich dann einmal Remus in Bukarest besuche und der Hundemord hat dann ein Ende. Ich stehe heute hier vor Ihnen ziemlich ausgepowert. Wahlkampf die letzten 2 Monate pur. Essen, Bottrop, Düsseldorf. Gestern war ich noch in München mit einer 14-köpfigen Trommlergruppe auf dem Marienplatz, die Abschlusskundgebung für unsere Partei. Es ist wichtig, dass wir bis an unsere Grenzen gehen. Denn während ich hier zu Ihnen spreche, geht in Rumänien das Morden weiter. Unschuldige Lebewesen werden eingefangen und getötet. Nicht, weil sie ein Unrecht begangen haben, nicht, weil sie eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen, sondern man muss es sich vorstellen. Sie werden umgebracht, einfach weil es sie gibt. Und während ich hier zu Ihnen spreche, werden aber auch in anderen Ländern Tausende, Hunderttausende, Millionen Tiere umgebracht. Nicht, weil sie etwas Böses getan haben, weil sie eine Gefahr für den Menschen darstellen, sondern weil der Mensch beschlossen hat, sie als Nahrungszwecke zu benutzen, als Experimentierobjekte zu benutzen. Für mich unbeschreiblich. Remus hat es auch gesagt, wir leben in einer Welt, in der unsere Gefühle missachtet werden, in dem unsere Gefühle umgebracht werden, indem wir wahnsinniges Leid selbst erfahren, weil all dies geschieht. Und wir leben aber auch in einer Welt, in der es Menschen gibt, die anderen Menschen unendliches Unrecht antun, ihre Gefühle, ihren Einsatz mit Füßen treten, sie runterreden, sie versuchen, sie kaputt machen und. Ja? Warum machen sie das? Weil viele Menschen haben das eigene Ego, den eigenen Wohlstand nur im Auge und vergessen, dass es um ganz andere Dinge eigentlich auf dieser Welt gehen sollte. Respekt, Mitgefühl, Achtung, Liebe untereinander. Ich vermisse das in der Politik. Es geht nur noch um Profite. Wir brauchen endlich eine Politik der Gefühle. Ich war vor 14 Tagen in Amsterdam und habe mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen der 7 Tierschutzparteien in Europa getroffen. Es gibt mehr, aber das sind die, die an der Wahl teilnehmen. Und wir hatten ein Schlagwort gebraucht. Wir wollen im Europaparlament eine Politik des Mitgefühls einführen. Es muss sich etwas ändern. Und es wird sich etwas ändern. Und wenn ich müde bin, aus all Ihnen hier, ich kenne viele an den Gesichtern wieder, ich habe sie immer wieder hier gesehen in Frankfurt. Wenn mein Mut müde wird, erinnere ich mich an Sie und dann schöpfe ich Kraft aus Ihnen. Und dann kann ich weitermachen. Helfen Sie mir und helfen Sie den Tieren, helfen Sie solchen Menschen auch wie Remus, die sich aufgemacht haben, dass sich etwas in dieser Welt verändert. Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam können wir es schaffen. Und wir haben niemals geglaubt, dass wir diesen Schritt irgendwann fertig bringen, dass jetzt bei dieser Europawahl 7 Parteien antreten und etwas verändern wollen, zum Besseren, für Menschen, für die Tiere und für die Umwelt. Und ich bitte Sie, geben Sie mir und allen anderen Menschen, die dieses Ziel verfolgen, die Kraft weiterhin, und unserer Partei die Stimme, dass wir es schaffen. Und dann werde ich im Europaparlament mit Zähnen und Klauen dafür arbeiten. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss meiner Rede einen Satz sagen, der ist ganz, ganz wichtig. Sie haben uns am Anfang ignoriert und verlacht, sagte Gandhi. Und dann haben Sie uns verspottet. Und dann haben sie uns bekämpft
Und am 25. Mai werden wir siegen, weil diese Idee in die Welt gekommen ist. Und wenn eine gute Idee in die Welt gekommen ist, kann sie nie einer wieder rückgängig machen. Und diese Idee ist da und sie wird jetzt nach Rumänien gehen und eines Tages auch nach Amerika oder sonst wohin. Wir werden die Grenzen überschreiten. Ich zähle auf Sie! Danke, Stefan. Ich zähle auch auf euch, damit ihr am 25. wisst, wo ihr euer Kreuzchen zu machen habt.